dazu. Doch relativ später Stunde darf ich euch noch begrüßen im Pressekonferenzraum. Wie gesehen endete die Partie des FC Ingolstadt gegen Regensburg mit 2:4. Die Gäste, die haben bei uns das erste Wort, in dem Fall Sie, Herr Enox. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Ja, ich möchte mich einfach kurz fassen, aber bei so viel, was auf dem Platz passiert ist, ist es halt schwierig. Bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir müssen ein paar Ausfälle kompensieren und Biete reingekommen, Tobi reingekommen, haben ihre Sache richtig gut gemacht. Natürlich wussten wir, dass wir gegen eine Ingolstädter Mannschaft spielen, die halt wirklich sehr gut sind, die halt sehr robust sind, sehr zweikampfstark sind. Und wir wollten halt diese Härte annehmen, trotzdem unsere Sachen halt vorne gut machen. Ich bin sehr stolz, dass wir halt nach dem Rückstand zweimal halt zurückgekommen sind. Die Jungs haben sich an sich geglaubt. Bin sehr stolz, dass wir 3 Stürmertore geschossen haben. Es ist immer wichtig für uns, dass wir halt in den vergangenen 9 Spielen halt, haben nicht so die Stürmer nicht so oft getroffen. Und jetzt für Elias Huth, Erik Hottmann reingekommen und wirklich ihre Sachen richtig gut gemacht. Wir haben halt den Gegner vor vielen Problemen gestellt. Haben halt hinten Biete und Lewis in der Innenverteidigung einfach richtig klasse verteidigt. Sepp und Grill auf der 6 einfach ihre Sache richtig gut gemacht. Und deswegen finde ich halt insgesamt, wenn man das gesamte Spiel anschaut, das ist ein verdienter Sieg. Und dass wir halt wirklich bis zu 95 Minuten halt alles halt reingeworfen haben. Und das ist genau das, was unsere Fans sehen wollen. Das ist genau das, was das Trainerteam von der Mannschaft sehen will. Und deswegen freuen wir uns unheimlich. Nicht nur über einen Sieg, sondern über eine richtig gute Leistung. Vielen Dank. Danke auch. Dann gleich zu dir, Michael. Wie hast du das Donau-Derby heute gesehen? Ja, Gratulation an Regensburg. Ein verdienter Sieg über die komplette Spielzeit. Wir haben leider heute in der Boxverteidigung heute nicht gut. Und das musst du gegen Regensburg machen, wenn du gewinnen willst. Wir haben es verpasst, glaube ich, nach dem 2:1. Ich glaube, da war Regensburg schon angelockt. Dass wir dann ruhig weiterspielen, unsere Möglichkeiten, die sicherlich dann vor allem im Konterspiel da waren, dass wir da einfach dann auf das dritte Tor dann uns gut rausspielen. Aber so wie wir heute im eigenen Ballbesitz waren wir halt zu fahrig, zu viele Fehler gemacht und das hat natürlich dann Regensburg ausgenutzt und von dem her natürlich für uns schade. Wie gesagt, das wäre eine große Chance gewesen, heute auf Platz 4 zu springen. So muss man natürlich mit der Niederlage klarkommen. Geht jetzt dann darum, dass wir nächste Woche dann schwere Auswärtsspiele im Verl dann wieder gut auf den Platz zurückkommen und da versuchen wir unsere nächsten 3 Punkte zu holen. Vielen Dank. Danke dir. Dann geht's für uns direkt in die Fragerunde. Wer hat denn eurerseits noch Nachfragen? Gottfried Sterner vom Donaukurier startet. Herr Kellner, ich hätte eine Frage zum Wechsel. Sie haben Guevara gebracht für Fröde. Was stand da dahinter, die Überlegung? Ja, wir mussten natürlich die Flügel, glaube ich, dann zubringen. Ich glaube, Regensburg hat dann schon vor allem über den Sechserraum natürlich dann viel offene Bälle bekommen, viel freie Bälle. Und dann wollte man eigentlich mit einem doppelten Flügel am Ende das verhindern. Das hat am Anfang, glaube ich, ganz gut geklappt, aber dann waren wir leider dann hinten, uns dann Aufbaufehler erlaubt und dann den Gegner natürlich dann über den Flügel, über das Flankenspiel kommen lassen. Das war natürlich dann am Ende das, was wir überhaupt nicht wollten. Und in der Box dann auch haben wir eine schlechte Zuordnung gefunden und dann haben wir das 2:2 kassiert. Können wir Kügel auf 3:2 stellen, eine hundertprozentige Chance. Und ähnliches Tor wie gegen Ulm zu Hause, fast die identische Situation, machen das Tor nicht. Und und dann natürlich mit dem 3:2, mit dem Ballverlust und dann mit dem Elfmeter, glaube ich, war es dann am Ende dann so, dass das dann systemunabhängig ist. Am Ende, wenn du dann so ein Tor kassierst und hinten raus haben wir dann nur eine gute Möglichkeit gehabt, aber am Ende, glaube ich, war es dann schon verdient, dass Regensburg gewonnen hat. Dankeschön. Es geht weiter mit dem Kollegen aus Regensburg. Bitte Name und Medium. Heinz Gläser, Mittelbayerische, hallo. Joe, kurze Nachfrage. Diawusi angeschlagen, Ganas auch. Kann man da schon was zum sagen, die schwere Verletzung? Ja, also eigentlich schon in erster Halbzeit gespürt, Adduktoren, dass es halt da fest ist und ja, also das ist halt wichtig für uns, dass wir unsere Spieler gesund bleiben und deswegen halt als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen. Wir wollten nicht bis zur Halbzeit warten und Noah auch Adduktoren halt so ein bisschen gespürt in der Halbzeit und es ist genau dasselbe. Also wir wissen, dass die Jungs halt die Woche halt wirklich richtig Gas gegeben haben, die haben halt wirklich viele Wege gemacht und deswegen ist es normal, dass halt Kleinigkeiten da sind.
es ist mein Job als Trainer, halt die Spieler zu schützen, und das habe ich heute getan. Ziegele und Bulic drohen da längere Ausfälle, oder? Nein. Also Ziege war krank. Der hatte schon am Donnerstag oder Freitag hatte Fieber gehabt, und deswegen haben wir ihn halt weggelassen. Und Rasen hatte hinten im Oberschenkel halt, Muskel war fest, und da wollten wir kein Risiko eingehen. Wir haben halt vor ein paar Wochen bei Noah gehabt, wo er im Pokalspiel sich halt verletzt hatte, und haben ihn halt das nächste Pokalspiel spielen lassen, und dann fiel er 3-4 Wochen aus, und das wollten wir halt einfach verhindern. Die Jungs sind uns sehr wichtig, und wir brauchen alle, und deswegen brauchen alle gesund, und es ist normal, dass in der englischen Woche ja Kleinigkeiten dazukommen, und wir sagen immer, wir behaupten von uns, dass wir ein richtig gutes Team sind, und das haben die Jungs halt Woche für Woche halt bewiesen. Kurze Nachfrage zum Elfmeter. Ist es dann auf dem Platz von den Spielern entschieden worden, oder sollte eigentlich an die Geibel schießen, oder wie war die Szene? Ja, die Frage kam auch in der Pressekonferenz, glaube ich, von Mannheim. Also die Jungs, die sich sicher fühlen, sollen schießen. Bis jetzt habe ich eigentlich bestimmt erste, zweite, dritte. Also die Jungs, die halt sich sicher fühlen, sollen den Ball nehmen und reinhauen. Und ich freue mich unheimlich für Elias. Der hat in den ersten Spielen immer sehr viel für die Mannschaft gearbeitet und ein bisschen unglücklich vom Tor. Jetzt hat er 2 Tore geschossen, und das ist das Wichtigste, also dass er seine Tore macht und dass wir halt Spiele gewinnen. Herzlichen Dank. Bitte schön. Dann gucken wir noch mal ins Rund. Ist noch jemand dabei, der eine Nachfrage hätte? Dem ist nicht der Fall. Dann sage ich vielen lieben Dank den Gästen, einen guten und vor allen Dingen sicheren Nachhauseweg, und natürlich uns allen einen schönen Restabend. Macht's das gut. Ciao, servus.